Hallo Freunde, willkommen zurück zu Chrono Trigger und zwar im Jahr 600. Wir haben Frosch dabei und auch das magische Schwert. Vandelion oder im Original Masamune. Mal schauen, was jetzt hier Sache ist. Lass das! Schnell weg, da ist Cyrus! Ach, das ist Cyrus! Danke, Cyrus! Manchmal muss ein Mann sich erheben und zur Wehr setzen. Aber Schläge tun weh und ich will niemanden wehtun, nicht einmal denen! Du bist zu gut, Herzig Glenn. Nochmal Cyrus, wa? Glenn, ich habe beschlossen, der Ritterschaft beizutreten. Nichts anderes habe ich erwartet. Du wirst ihnen eine wertvolle Verstärkung sein. Das würde ich vor jedem bezeugen. Warum schließt du dich nicht mir an? Oder dir mir nicht an, so rum. Das kann ich nicht. Aber warum? Im Schwertkampf bist du mir weit überlegen. Schon immer. Aha. Nein, mir fehlt der nötige Schneid. Auf dem Schlachtfeld würde die Furcht mich übermannen. Oh ja, die Medaille des Froschkönigs. Die Brosche. Die Heldenbrosche. Reicht mir bitte Grandelion. Übrigens hätten wir jetzt auch schon versuchen können, Lavas herauszufordern. Da hätten wir, glaube ich, eines der alternativen Enden gesehen. Aber naja. Mein Name ist Glenn und hier und heute will ich schwören, die Träume und Hoffnungen meines guten Freundes Cyrus sowie Grandelion und sein ruhmreiches Schwert an seiner Stadt zu tragen und ihnen zur Ehre zu gereichen, indem ich den Hexer vernichte und Rache für uns übe. So funktioniert das also, ja. Und jetzt nochmal alles ohne Bild, ohne tolles animiertes Video, ja. Oh.
Haha, Fledermäuse. Ich verfolge den Gegner auch eine Fledermaus eigentlich gerade die ganze Zeit, oder? Magie auslöschen. Kacke, ist die Fledermaus wieder da. Sehr merkwürdig. Oh ja, er hat Grandelion. Keine Fehlentscheidung, hier Robo mitzunehmen. Was soll er? Bitte doppelt gerne mal. Mal gucken, ob der Laser was bringt. Glaubt zwar nicht, aber ey! Hallo! Ach doch! Ich bin begeistert, dass die Technik doch funktioniert gegen magische Wesen. Alter! Lass deinen Scheiß! Gucken, was der Schwertkatarakt macht. Wohl. Kann ich eh gerade nicht nutzen. Hey. Oh, Frosch könnte doch heilen, genau. Dem uns abschlägt. Wo denn? Eine Nachricht, ist ein Blut auf den Stein gekritzelt. Hütet euch vor den Jongleuren im Schloss des Hexers. Angriffe mit Waffen stärken ihre physische Abwehr, Zaubern gegen ihre magische Abwehr. Jo. Läuft, würde ich mal sagen, wa? Die Burg des Hexers. Na super. Ey, komm ich hier nicht lang, Rinky? Was ist das für ein Scheiß? Nö, kommt man nicht lang, toll. Nee. Na gut, wir haben auf jeden Fall einen Hinweis erhalten, wie wir hier vorgehen müssten und aufpassen müssen. Dann schauen wir uns mal die erste tolle Burg an. Das ist sie. Oh, mit einem Drachen. Die Burg des Hexers. Wir haben immer noch so eine Scheißfledermaus hinter uns hier. Fällt mir gar nicht. Okay, alles ziemlich ruhig hier, oder?
Ja. Dies ist unser Schatz. Hehehe. Spielt mit uns. Ja. Nee. Schöne deine Energie, Robo. Bin? Ja, da ist gar nicht hier. Du bist unversehrt, Frosch. Du denn? Das ist die Mutter von Krone, oder? Krone, hier hast du dich. Also, na toll, ich hab's nicht mehr. Dann auf der anderen Seite. Du denn? Hehehe. Medium Ether, okay. Irgendwie gefällt mir das alles gar nicht. Spiel mit uns. Spiel mit uns. Hä? Werde ich ein bisschen stutzig gerade. Dann ist es alles ruhig. Was nochmal die Mutter sagt. Hallo? Bruno, hier hast du dich also seit der 1000-Jahr-Feier herumgetrieben. Ich war schon krank vor Sorge. Hier ist nichts. Wir haben nur diese komische eine Fledermaus, die die ganze Zeit hinter uns herkommt. Ja. Will genau diese Truhe da. Ha. Oh nein. Atze. Willkommen, Len. Oder sollte ich sagen, Herr Froschkönig? Wie ich sehe, hast du einen neuen Rockzipfel gefunden, an den du dich klammern kannst. Ersatz für Cyrus? Lord Markus ist leider gerade beschäftigt. Du wirst dich daher mit mir begnügen müssen. Wenn du die Begegnung mit Sojas Schwert und Marios Magie überlebst, heißt das. Und meine 100 Monsterhaustierchen natürlich. Fledermäuse müssten ja dadurch futsch gehen, ne? Ja, ja. Und hier gibt's, glaube ich, dann durch das Schloss auch nochmal zwei alternative Enden. Also eins, wenn man halt vorher schon in das Schloss, bevor man ins Schloss geht und Lavas herausfordert. Und wenn man jeweils einen Gegner hier besiegt, pro Seite, also von den Hauptgegnern, und dann Lavas besiegt. Na toll. Nein, 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 ich will keine Gegner. Sehr schön, die Opfer sind eingetroffen. Kreuzschlag, okay, was hatten wir noch? Na, ganz geil. Magie darfst du hier anscheinend nicht einsetzen bei den Viechern. Aua! Aua!
finstere und düstere Musik irgendwie, sondern das ist. Ich finde das eigentlich herrlich. Selbst im Tod versucht ihr noch euch umzubringen, törichtem Narren. Menschen sind unverbesserlich. Können wir die jetzt herausfordern, danke. Nee, den hatte ich doch schon noch scheiße. Beziehungsweise der hat doch schon angegriffen. Warum? Der denn magieresistent? Nö. Na dann. Bitte befreit uns von diesem Elend. Ja? Super. Du darfst jetzt zuerst angreifen. So, jetzt kann eigentlich nur noch einer von denen angreifen. Jetzt nur noch eigentlich wieder die anderen beiden, aber die hatten ja schon erst. Sehr fein. Toten Haustiere befreit? Meine Opfer, dafür werdet ihr büßen. Wer bist du denn? Ui, Alter, lange nicht mehr gesehen, Soja. Fertigkeiten bitte, danke. Nee. Alle wieder volle HP bitte, danke. Speicher wäre nicht schlecht gewesen. Hätte nicht gedacht, dass du dich hier wieder, dich hierher wieder wagen würdest. Wäre Cyrus damals nicht gewesen, hätte dich schließlich dasselbe Schicksal ereilt. Jene erbärmliche Kreaturen gerade. Mal gucken, was haben wir denn? Ey! Der ansonsten alles hat. Scheint irgendwie relativ schnell voranzugehen gegen den, oder? Mal gucken. Was ist das? Aua! Bringt ja nichts. Aua. Bist du auch mit so einer Scheiße? Wieder gegen Magie empfindlich sein könnte. Nicht so wirklich, oder? Ja. Was war das? Achso, hat verloren. Nicht schlecht. Kröte, das muss ich dir lassen. Du zwingst mich seit langem mal wieder mit voller Kraft zu kämpfen. Ey, nein! Doch ohne Cyrus bist du mir niemals gewachsen. Ey! Soll das heißen, der hat nicht mit voller Kraft vorgekämpft?
Das wird mal eine etwas längere Folge. Immer noch nicht tot, ey. Warte mal, wir haben noch hier einen Kreuzschlag. Immer noch nicht futsch ist das dumme Drecksvieh. Hatschen! Mal langsam, Freundchen. Alter. Nicht geschafft. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder mal heißt Chrono Trigger. Ja, ich werde mich dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser drauf vorbereiten gegen die Kämpfe hier. Normalerweise waren die eigentlich nicht so schwer, aber ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr etwas in die Kommentare schreibt. Ich sage nur noch ciao, ciao.